Hi, ich bin Chantal und 16 Jahre alt. Okay, und was verstehen Sie unter Kommunalwahl? Kommunalwahl? Ist das nicht was zum Essen? Also ich schwöre, ich glaube, ich habe es letzte Woche sogar im Supermarkt gesehen. Grüßt euch gut, meine lieben Leute. Also ich bin gut drum. Und ich bin gute 66 Jahre alt. Und wo wollt ihr nur mal schnell fragen? Okay, also was verstehen Sie genau unter Kommunalwahl? Das ist jetzt eine gute Frage. Also, ich weiß schon, aber ich kann es euch jetzt echt schlecht erklären, tut mir leid. Ja, guten Tag, ich bin der Hirs und ich bin 24 Jahre alt. Okay, und was verstehen Sie unter Kommunalwahlen? Kommunalwahlen ist doch, ist das nicht was, wo man ankreuzen muss? Schon, oder? Warum wähle ich? Wählen ist wichtig, denn nur wer seine Stimme abgibt, kann mitbestimmen, welche Partei und welche Politiker in den nächsten 5 Jahren die Gemeinde prägen. Wen wähle ich? Die Bürger wählen ihre Vertreter für die Parlamente der jeweiligen Landkreise und Gemeinden, Kommunen. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gemeinschaft. Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Gemeinderäte zu wählen sind. Die Zahl der zu wählenden Kandidaten hängt von den Einwohnerzahlen der jeweiligen Gemeinde oder des Kreises ab. In Roding werden 24 Stadträte gewählt. Die Kandidaten werden von verschiedenen Parteien in freien Wählergruppen aufgestellt. In Roding Freie Wähler, CSU, SPD, Landunion, Bündnis 90, die Grünen. Man kann allerdings auch als Einzelbewerber antreten. Die Möglichkeit, sich wählen zu lassen, wird passives Wahlrecht genannt. Wer darf wählen? In Bayern sind alle wahlberechtigt, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens 3 Monaten den Wohnsitz in der jeweiligen Kommune haben. In Baden-Württemberg und Brandenburg kann man beispielsweise bereits ab 16 Jahren an Wahlen auf kommunaler Ebene teilnehmen. Das nennt man aktives Wahlrecht. Nur unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel bei einer richterlichen Verurteilung, kann das Wahlrecht entzogen werden. Wann wähle ich? Den Wahltermin legt die Landesregierung fest. Mit seiner Wahlberechtigung und einem gültigen Ausweis geht man in das angegebene Wahllokal. Wer an diesem Tag nicht wählen gehen kann oder will, darf seine Stimme per Briefwahl abgeben. Die Unterlagen dazu muss man bei seiner jeweiligen Gemeinde beantragen. In Bayern finden die nächsten Kommunalwahlen am 16. März 2014 statt. Wo wähle ich? Man geht in ein bestimmtes Wahllokal. Dies kann eine Schule oder das Rathaus sein, in dem man seine Stimme abgibt. Die Wahlleitung zusammen mit dem Wahlausschuss ist das wichtigste Wahlorgan. Sie organisieren und überwachen den Ablauf von Beginn an. Am Wahltag leiten dann mehrere ehrenamtliche Helfer die Wahl. Wie wähle ich? Es gelten die 5 demokratischen Wahlgrundsätze. Unter allgemein versteht man, dass jeder das gleiche Recht hat, seine Stimme abzugeben. Unmittelbar bedeutet, dass jede Wählerstimme direkt verwertet wird. Frei bedeutet, dass alle Wahlberechtigten den Kandidaten wählen dürfen, den sie gut finden. Gleich ist, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat. Geheim, ihre Entscheidung darf von niemandem beeinflusst oder bekannt gegeben werden. Man wählt einen Kandidaten von Parteien, Wählergruppen sowie Einzelbewerber aus seinem Wahlkreis. Jeder hat dabei so viele Stimmen, wie Bewerber im Wahlkreis zu wählen sind. Die Anzahl richtet sich nach der Einwohnerzahl. Roding hat ca. 11.600 Einwohner. Daraus resultiert, dass 24 Stadträte gewählt werden können. Es gibt verschiedene Arten zu wählen, kumulieren oder panaschieren. Unter kumulieren versteht man, dass man einzelnen Bewerbern bis zu 3 Stimmen geben kann.
Dabei muss man sich nicht an eine bestimmte Liste halten. Man kann Kandidaten von verschiedenen Listen wählen, das nennt man Panaschieren. Streichen. Es empfiehlt sich, wenn man eine Parteiliste ankreuzen möchte, aber eine oder mehrere Personen nicht in der Kommunalvertretung haben möchte. In kleineren Gemeinden mit nur einem Wahlvorschlag kann der Wähler sogar eigene Bewerber handschriftlich hinzufügen. Reststimmen. Wer nicht alle seine Stimmen auf einzelne Kandidaten verteilen möchte, kann zusätzlich eine Liste ankreuzen. Mit diesem Verfahren kann der Wähler sicherstellen, dass keine Stimme verloren geht. Listenwahl. Auf den Stimmzetteln sind die Wahlvorschläge der Parteien und Wählervereinigungen aufgeführt. Jeder Wähler kann einen Vorschlag unverändert annehmen, indem er ein Kreuz oben auf der Liste macht. Jeder Kandidat dieser Liste erhält eine Stimme. Kandidaten, die mehrmals aufgeführt sind, erhalten dementsprechend mehr Stimmen. Nun können erstmals Bewerber schon mit 18 Jahren kandidieren, wobei bislang die Altersgrenze bei 21 Jahren lag. Im Jahre 2014 wird nun auch erstmals eine Briefwahl ohne Angabe von Gründen möglich sein. Des Weiteren ist ein Wähler schon nach 2 Monaten wahlberechtigt, wenn er am gleichen Wohnsitz sesshaft ist. Bislang betrug die Mindestzeit 3 Monate. Künftig wird auch die jeweilige Sitzverteilung nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren durchgeführt werden. Auch gewählte Personen können das Amt oder das Mandat ohne Angabe von Gründen ablehnen bzw. niederlegen. Bisher war dies nicht möglich, da als Pflicht die Übernahme von Ehrenämtern galt. Eine weitere Neuheit ist, dass ein Kandidat gewählt werden kann, wenn er mindestens 3 Monate wohnhaft im jeweiligen Wahlkreis ist oder sich dort für gewöhnlich aufhält. Bislang betrug die Mindestzeit jedoch 6 Monate.